Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Saftiges Grün an Bäumen und Sträuchern. Überall blüht es. Jetzt ist die schönste Zeit in unserem Paradies. Wir haben viel für Sie vorbereitet. Wir besuchen heute einen Garten in Bad Deutsch-Altenburg, in dem seit Jahren Palmen und Oliven wachsen. Karl kümmert sich um die Tomaten und erklärt, wie man sie im Topf oder Garten pflanzt. Uschi zeigt uns, was man aus dem wohlriechenden Labkraut, dem Waldmeister, alles zaubern kann. Und die Gärtnerinnen der Gartentulm zeigen uns heute ein Paradies für Nützlinge. Das Klima hat sich in den letzten Jahren bei uns ziemlich verändert. Das werden alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner auch im eigenen Garten festgestellt haben. Vor allem der Osten Österreichs ist viel, viel trockener geworden. Wir schauen jetzt in einen Garten nach Bad Deutsch-Altenburg zum Robert Lackner. Er kultiviert dort Oliven und Palmen. Wohin wird der nächste Urlaub gehen? Sardinien, Sri Lanka oder Bad Deutsch-Altenburg? In letzterem findet Robert Lackner seine Erholung, wobei er dafür einfach nur zu Hause bleiben muss. Begonnen hat die Leidenschaft damit, dass mir meine Eltern als Kind nach Südtirol mitgenommen haben. Und diese mediterrane Pflanzenwelt in Südtirol, südlich der Alpen, die hat mich schon damals fasziniert. Diese Saat hat dann ein bisschen gebraucht, um zu keimen in mir. Und im Laufe der Zeit dann hat mich das immer mehr interessiert. Und ich bin draufgekommen durch einen sehr kalten Winter, dass diese mediterranen Pflanzen nicht so frostempfindlich sind, wie man unbedingt annehmen würde. Und da habe ich dann begonnen als Jugendlicher mit den ersten Experimenten in unserer Umgebung. Und so hat sich das dann sukzessive entwickelt. In Robert Lackners Garten findet man hauptsächlich Pflanzen aus fernen Ländern. Also ich habe in meinem Garten hauptsächlich gepflanzt frostharte Pflanzen aus südlichen Regionen, exotische Pflanzen. Viele Palmen, die zum Teil aus Niederkalifornien bis aus dem asiatischen Raum, aus den Vorgebirgen des Himalaya stammen. Es sind sehr viele mediterrane Pflanzen hier zu finden, wie Zypressen, Oleander, zum Teil auch diese wüstenartigen Pflanzen aus dem Südwesten der USA, wie diverseste Agaven- und Yucca-Arten. Einen ganz besonderen botanischen Dinosaurier aus dem Raum Chile findet man in Robert Lackners Vorgarten. Hier steht ein Monkey Puzzle Tree. Was meinen, es wird einen Affen verwirren, wenn er auf dem nach oben kraxeln muss. Ich habe sie hier auf der Nordseite im schattigen Bereich des Hauses stehen, denn hier ist sie nicht so der Hitze ausgesetzt wie in den südlichen Bereichen des Gartens. Das Geheimnis hinterm üppigen Gedeihen der exotischen Pflanzenpracht mitten in Niederösterreich findet man nicht im Gießwasser. Die Besonderheiten des Gartens sind vielleicht auch im Untergrund zu suchen und gar nicht so leicht sichtbar, denn der Garten war vor längerer Zeit einmal eine Sandgrube auch. Wenn man hier tief runtergräbt, das ist wirklich reinster Sand zum Verputzen, kann man sagen. Ich musste dann insgesamt hier in den Garten auch reinbringen, ungefähr so um die 100 Kubikmeter guter Gartenerde, weil sonst wären viele Sachen gar nicht möglich gewesen, weil das Klima schon sehr trocken ist und der reine Sand im Garten zwar optimal für die Drainage ist, aber natürlich für das trockene Klima für manche Pflanzen ein Problem ist. Dem geringen Niederschlag ist leider auch der alte Sichtschutz zum Opfer gefallen. Früher war dort eine Tuyenhecke. Nur der Klimawandel führt dazu bei uns in der ganzen Umgebung, dass die Tuyenhecken wirklich reihenweise absterben. Und ich habe mich dann entschlossen, stattdessen eine Zypressenhecke zu verwenden, weil die Zypressen sehr, sehr trockenheitstolerant sind. Auch die exotischen Hanfpalmen gedeihen seit 20 Jahren in Robert Lackners Garten. Diese Palmengruppe, die ich hier habe, die hat auch wirklich schon ohne jeglichen Schutz und also ziemlich harte Winter überstanden. Hier sind auch einige Besonderheiten darunter. Zum Beispiel diese Pflanze ist eine ganz tolle und schöne Zierpflanze für trockene, schattige Lagen. Gerade für trockenen Schatten gibt es eigentlich wenige Pflanzen, die gut geeignet sind. Ein Highlight aus Asien ist diese Pflanze, die sogar schmackhaftes Obst liefert. Die Wollmispel, eine wunderschöne immergrüne Fruchtpflanze.
Ich würde sagen, sie schmecken so nach meinem Empfinden nach so wie eine Mischung aus Ananas und Zuckermelone, ungefähr von der Konsistenz her. Aber nicht nur in seinem eigenen Garten findet man Roberts grüne Handschrift. Ich habe den ganzen Ort mit beeinflusst. Wir haben zum Beispiel eine fast 400-500 Meter lange Allee mit Mittelmeerzypressen, eine große, die schon wirklich sehr, sehr mediterran anmutet. Es war tatsächlich so, dass wir mit den mediterranen Pflanzen summa summarum wesentlich weniger Ausfälle hatten als mit den Österreich heimischen Pflanzen. Ja. Es gab dann auch doch ziemlich deutliche Ersparnisse, was zum Beispiel Personalkosten betrifft und Gießkosten betrifft. Nicht nur der Ort Bad Deutsch-Altenburg profitiert von Robert Lackner. Auch er selbst hat sich sein Lebensglück nach Hause geholt. Und dort soll es auch bleiben. Ein Leben ohne Garten? Puh, das ist wahrscheinlich wir leben ohne Wasser oder so, irgendwie echt unvorstellbar. Ein wirklich exotisches Paradies, das sich hier der Robert Lackner geschaffen hat. Haben Sie auch so ein grünes Paradies? Dann schreiben Sie uns an naturimgarten.at oder rufen Sie an am Natur im Garten Telefon. Vielleicht schauen wir schon bald mit der Fernsehkamera bei Ihnen vorbei. Eines der beliebtesten Gemüse der Österreicherinnen und Österreicher, das sind die Tomaten, die Paradeiser. 25 Kilogramm pro Kopf und Nase, so sagt die Statistik, verspeisen wir pro Jahr. Und die meisten werden selbst gezogen. Entweder aus Samen oder man kauft die Pflanzen. Und da muss man aufpassen. Es gibt nämlich sogenannte veredelte Tomaten. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sie später pflanzt. Die veredelten Tomaten, hier unten sieht man sehr, sehr schön, die Wildtomate und oben die Edeltomate, die dürfen nämlich nicht tiefer gepflanzt werden. Sonst wäre diese Veredelung sinnlos. Die aus Samen gezogenen kann man ohne weiteres, wenn sie zum Beispiel auf der Fensterbank zu lang geworden sind, ohne weiteres tiefer setzen. Welche Erde verwenden wir? Das Wichtigste natürlich eine torffreie Erde, Komposterde mit viel organischem Dünger, weil die Paradeiser, die brauchen viel, viel Kraft. Also zuerst einmal Erde in den Topf geben, dann ein bisschen an Kompost dazu einmischen. Man sagt immer so, etwa bei einem Quadratmeter, wenn man zum Beispiel draußen im Garten pflanzt, etwa 5 bis 8 Liter, also einen halben Eimer. Und dann gibt es noch einen Trick, Brennnessel. Brennnessel kommen in den Topf unten hinein, wo die Tomaten gepflanzt werden. Erde drauf noch und ein bisschen organischen Dünger noch einstreuen, dann werden die Paradeiser kräftig wachsen. Als Standort brauchen die Tomaten einen sonnigen Standort und einen vor Regen geschützten Standort. Das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, denn viele der Krankheiten und Probleme treten immer dann auf, wenn die Blätter der Tomaten nass werden. So, das ist eine veredelte Tomate, daher nicht zu tief setzen, rundherum mit Erde auffüllen und schon beginnt das Wachstum. Für so eine Tomate braucht man etwa einen Topf mit 30 Liter. Was kann noch passieren bei den Tomaten? Also ganz, ganz wichtig, sehr häufig, dass die Blätter sich zusammendrehen. Typisches Zeichen dafür, dass zu viel Stickstoff bei den Pflanzenwurzeln war. Da kann man im Prinzip nichts machen, vielleicht aufpassen, weniger düngen in Zukunft. Die Pflanze selbst wird weiter wachsen. Anders, wenn diese Flecken auftauchen. Gelbe, später braune Flecken, das ist ein typisches Zeichen für die sogenannte Kraut- und Braunfäule. Die tritt immer dann auf, wenn das Blatt länger als 3 Stunden nass ist. Daher, in Gegenden, wo es viel regnet oder wo hohe Feuchtigkeit ist, unbedingt ein Dach über die Tomaten geben. Noch etwas kommt häufig vor. Genau gegenüber vom Stängel ein brauner Fleck bei den Tomaten. Vor allem bei den großen Fleischtomaten sieht man das oft. Das ist sogenannte Blütenendfäule. Das ist eigentlich keine Krankheit, sondern ein Mangel an Kalzium, der durch Stress ausgelöst wird. Zu wenig oder zu viel gegossen, zu viel Hitze oder zu wenig Hitze. Da heißt es aufpassen, Algenkalk kann man zum Beispiel geben. Eine kleine Möglichkeit, um diese Mangelerscheinung auszugleichen,
Diese Früchte aber kann man ohne weiteres verwenden. Und bei den Schädlingen gibt es auch eine Möglichkeit, auf biologische Art und Weise Blattläuse und weiße Fliege zu bekämpfen. Da drinnen sind Erzwespen und das steckt man zu den Pflanzen und diese Erzwespen parasitieren die weiße Fliege und damit wird sie vernichtet. Die Blattläuse vernichtet man zum Beispiel mit den Florfliegen, die sind hier drinnen. Und wenn man genau schaut, dann sieht man hier diese kleinen Tierchen, die dann die Blattläuse aussaugen und damit unschädlich machen. Wir schauen jetzt zu unserer Uschi. Die Uschi hat ein ganz besonderes Kräutlein heute, nämlich den Waldmeister. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn vielleicht schon einmal gerochen, diesen intensiven Geruch. Was man daraus machen kann, das zeigt sie uns jetzt. Der Waldmeister gehört zur Walpurgisnacht am 30. April, genauso wie der Besen zur Hexe. Das wohlriechende Labkraut ist wahrscheinlich den meisten nicht zuletzt wegen der berühmten Maibohle bekannt. Meine zieht auch schon, wie man sieht. Ganz wichtig, ein kleines Büschel mit den Stängeln nach oben, damit ja die Bohle nicht zu bitter wird. Viele kennen vielleicht auch die Brause mit Waldmeistergeschmack oder auch die Zuckerl, weil die gibt es heute noch. Meistens wird ja das Waldmeisteraroma künstlich hergestellt. Dabei wäre das echte Aroma von diesem Labkraut wirklich ganz was Feines mit den echten ätherischen Ölen und noch dazu gesund. Der Waldmeister bringt nämlich viele sekundäre Pflanzenstoffe mit, das Kumarin, das so herrlich nach Heu duftet zum Beispiel, Gerbstoffe und Bitterstoffe. Und die schaffen es, dass der Waldmeister entzündungshemmend, beruhigend und sogar krampflösend wirkt. Die Wirkung und auch dieser besondere Duft können durch das Trocknen vom Waldmeister noch intensiviert werden. Und so einen getrockneten Waldmeister, den können Sie auch in der Apotheke kaufen. Ich mag ihn ganz besonders gern, weil ich fühle dann damit kleine Schlafpolster. Das nehme ich auch mit ins Auto, wenn es einmal beruhigend sein muss. Oder wie Sie da sehen können, ich mache auch Duftsocken. Da mische ich den Waldmeister getrocknet mit Dinkel und Lavendel. Das nehme ich dann gleich als Leseknochen sozusagen, weil da kommt der Duft dann von hinten beim Lesen. Und das ist eine Einschlafhilfe für Groß und Klein. Waldmeistertee brauche ich entweder mit dem getrockneten Kraut oder mit dem blühenden. Er hat eine wahnsinnig beruhigende Wirkung, krampflösend und kann sehr, sehr gut bei leichten Kopfschmerzen, bei Migräne oder auch bei Regelschmerzen helfen. Das Besondere ist allerdings hier beim Waldmeister, das ist ein gutes Beispiel für diesen Spruch, die Dosis macht das Gift. Also auch nicht zu viel davon trinken, 3 Tassen pro Tag wären optimal. Denn umgekehrt kann auch Tee trinken beim Waldmeister Kopfschmerzen auslösen. Und bitte während der Schwangerschaft verzichten Sie ganz auf dieses magische Getränk. Jetzt aber zu unserem Rezept. So ein natürliches Backaroma ist nämlich ganz schnell hergestellt und bei mir kommt kein künstliches Aroma ins Haus. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Ein kleines Glas. Dann zupfen wir da gleich ein bisschen an frischen Waldmeister. Mit so schönen Blüten. Quetschen ist ganz wichtig. Sie können es auch hacken, ist aber nicht notwendig. Es geht nur darum, dass die Aromaöle rauskommen, die ätherischen Öle. So. Für eine Backessenz darf ruhig auch Zucker dazu. So, und dann wird das mit Wodka übergossen. Steht circa 2 Wochen auf der hellen Fensterbank, dann können Sie es abseihen. Und wenn Sie es dann mit einem grünen Sirup einfärben möchten, dann geben Sie in diesen Ansatz Johannisbrotkernmehl dazu. Das bindet und macht das ein bisschen dicker. Hier wird dünne Biskuitroulade. Und jetzt zu unserer Creme, zur Fülle. Mascarpone mit etwas Schlagobers und ein bisschen Zucker und vielleicht einen Hauch Vanille, nämlich Vanillemark. Das passt und jetzt kommt dieser Waldmeister in Form von diesem Sirup dazu. Vorsicht auf Ihre Hände, die bleiben ewig grün, habe ich schon oft ausprobiert. So.
Und jetzt wird das gut durchgerührt. Das ist eine Farbe, die eine Kräuterhexe sehr, sehr gern hat. So, die Mascarpone-Creme mit Waldmeister ist fertig gerührt und jetzt wird die gleich da großzügig drauf geschmiert. Schwupps. Mit einem dünnen Biskuit geht es leichter und jetzt kann schon eingerollt werden. So, wunderbar. Und jetzt nur mehr kleine Schneckerl runterschneiden. Und wenn es nicht so gut hält, mit einem Zahnstocher befestigen oder mit zwei. Der Kopf meiner Schnecke ist eine Schwedenbombe und die Fühler sind Gänseblümchen. Und jetzt kann man die Walpurgerschnecken auch schon servieren. Am besten in ein Waldmeisterbeet. So, na gut, dann gönne ich mir ein Schluckerl Bowle. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr, außer Ihnen heißer Walpurgisnacht zu wünschen. Haben Sie schon einmal von der Jätschlinge, von der Pendelhake oder vom Sauzahn gehört? Im Gartenlatein zeige ich Ihnen, wie man dieses Werkzeug perfekt im Garten verwenden kann. Die Pendelhake ist ein uraltes Gärtnerwerkzeug, ideal, um zum Beispiel auf Wegen, im Gemüsegarten oder zwischen Pflanzreihen das Unkraut oder das Beikraut zu entfernen. Gräser, Vogelmiere. Sie wird hin und her gezogen und diese scharfen Klingen beseitigen das Unkraut. An heißen Tagen kann man es übrigens gleich liegen lassen, ein perfektes Mulchmaterial. Im Beet selbst nimmt man die Jätschlinge. Auch ein scharfes Werkzeug, man zieht es durch die Reihen und schneidet damit das Unkraut ab. Ein uraltes Grabinstrument ist der Sauzahn. Übrigens mit einem Gänsefüßchen. Ja, das sind so die speziellen Ausdrücke im Biogarten. Dieses Grabwerkzeug zieht man durch die Erde durch. Damit lockert man den Boden, ohne die Erdschichten durcheinander zu wirbeln. Das gibt es in groß oder zum Beispiel im Hochbeet auch in klein. Der Boden wird gelockert, die Wurzeln bleiben verschont und die Pflanzen wachsen besonders kräftig. Hier auf der Gartentullen gibt es 70 Schaugärten. Wir besuchen jetzt den Garten Natur sucht Garten. Dort werden die letzten Vorbereitungen getroffen, um den Garten frühlingsfit zu machen. In diesem Garten steht die Natur mit ihren zahlreichen Nützlingen im Fokus. Er wird durch unterschiedliche Elemente strukturiert, die nicht nur verschiedensten Insekten vielfältige Unterschlupfmöglichkeiten bieten, sondern auch Besucherinnen und Besucher zum Verweilen einladen. Ein zentral gepflanztes Apfelbäumchen und eine runde, leicht abgesenkte Feuerstelle bilden das Zentrum des Gartens. Die seitlich angelegten Staudenbeete blühen das ganze Jahr über und werden von einer begrünten Wand mit Kletterhortensien und wildem Wein eingefasst. Wiesenflächen und eine Sandkiste bieten Spielmöglichkeiten für Kinder. Also in diesem Garten gefällt mir eigentlich die Abgrenzung auf beide Seiten und dass daher innen eigentlich ein Raum entsteht und das irgendwie so eine Behaglichkeit bringt. Die Küchenschelle, die hat sich selbst ausgesamt und sie ist sehr vereinzelt, weil normalerweise, wenn sie einen Stock machen, sind sie sehr üppig. Und die Nieswurz blüht auch und die Zirkwitte ist auch momentan in Vollblüte. Es ist bei der Gestaltung speziell darauf geachtet worden, dass eben naturnah gestaltet worden ist, dass die Nützlinge gefördert werden. Und dadurch sind ganz viele Insektengruppen im Garten zu finden. Was ich auch noch sehr interessant finde, die Nützlingshotels, also auch die Anschauungsobjekte, dass man genau sieht, wer wohnt da drinnen oder wie die Brut halt sich entwickelt. In diesen Nützlingshotels sieht man verschiedene Wespenarten und Bienenarten. Das Typische bei den Wespenarten ist, dass die Grashüpfer hineinbringen, also sie sind keine Vegetarier und die Bienen sind Vegetarier und die bringen einen Blütenstaub hinein in die Röhren, also dass die Brut dann was zum Essen hat.
Zusätzlich bieten Trockensteinmauern Überwinterungsmöglichkeiten für die Nützlinge und auch ein Beet aus Sand gehört zu ihrem natürlichen Lebensraum. Beim Sandbeet schneiden wir gewartetes Bohnenkraut zurück, das halt wieder frisch durchtreiben kann. In dem Sandbienenbeet haben wir das Unkraut entfernt, damit die Bienen da wieder schön die Nester anlegen können. Und dann zum Schluss haben wir noch Rosenäste hineingelegt, damit die Katzen nicht das verwechseln, dass das eher wie Katzenklo ist. Ja. Skulpturen, jeweils an den Ausgängen des Schaugartens gelegen, machen als Dekorationselemente zusätzlich auf die Bedeutung des Lebensraumes für die hilfreichen Kleinlebewesen aufmerksam. So wacht auf einem Hügel im südlichen Gartenbereich eine handgeschmiedete Spinne aus Eisen. Gegenüber der sogenannte Hexapoda, also ein Insekt mit 6 Beinen. Bohrungen auf der Unterseite der Skulptur ermöglichen Nützlingen auch hier das Ablegen der Brut. Es gibt auch ein wildes Eck, da wachsen zum Beispiel Brennnesseln. Dort fressen gern Raupen von Schmetterlingen. Da ist dann für uns meistens eher nichts zu tun, weil das darf ja wachsen, wie es wächst. Im Frühling packen wir dann den Rosmarin aus. Über den Winter hat er einen kleinen Winterschutz, der besteht aus Laub. Und jetzt im Frühjahr kann man das entfernen, das Beet vom Laub befreien und danach mulchen wir mit Hanfschäben. Bei der Kletterhortensie brechen wir die alten Blütenstände ab. Und beim wilden Wein, der wird auch etwas zurückgeschnitten, dass er wieder kleiner und kompakter ist. Auf der Wiesenfläche sind sehr häufig Maulwurfshügel zu finden. Heute war es Gott sei Dank nur einer. Das ist zwar ein ewiger Kreislauf, aber weil wir ihn nicht bekämpfen wollen, leben wir damit und bauen wieder Wiese an. Eine Lieblingsbeschäftigung von allen, die einen Rasen besitzen, das Vertikutieren. Unsere Gartenfrage der Woche. Muss ich eigentlich jedes Jahr den Rasen vertikutieren? Nein. Immer nur dann, wenn wirklich der Rasen verfilzt ist und wenn Moos im Rasen ist. Und da heißt es gleich aufpassen, Moos im Rasen ist ein typisches Zeichen dafür, dass der Rasen im Schatten liegt, dass der Boden verdichtet ist und dass zu wenig Nährstoffe vorhanden sind. Der Vorteil beim Vertikutieren, man kann den Rasen gleich ausgleichen, zum Beispiel Maulwurfhügel beseitigen, anschließend sofort mit einer sogenannten Rasenregenerationsmischung, also ein Rasen, der relativ rasch wächst, nachsehen und dann sieht der Rasen wieder schön aus. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Vertikutieren? Da gibt es ja die Eselsbrücke. Vertikutieren beginnt mit V, das ist der römische Fünfer, also im Mai oder noch besser nach dem 5. Mähen. Ja, nicht zu früh vertikutieren, man würde die kleinen Graspflänzchen, die noch keine Wurzeln haben, zerstören und eher mehr Schaden als Nutzen anrichten. Wenn Sie eine Gartenfrage haben, wir sind für Sie da am Natur im Garten Telefon von Montag bis Freitag. Alle Informationen zur Sendung gibt es in der monatlich erscheinenden ORF-Nachlese und natürlich auch im Internet unter naturimgarten.at. Dort können Sie gewinnen, Eintrittskarten für die Gartentullen und Gartenbücher. Die Gewinnfrage der Woche, ganz einfach, wie nennt man die Mangelerscheinung bei Paradeiser, wenn genau gegenüber dem Stängel ein brauner Fleck entsteht? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Garteln. Es grünt und blüht in unserem Paradies. Ah. Das fängt ja gut an. Ja. So, gut. Mir ist kalt. Dort, wo in Südafrika, in Nordafrika, scheiße, nur mal. Da vorbei und ist vorbei. Also ich gehe jetzt rein.